Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SZ Nah, heute mit Olaf Krämer von einem der größten, wahrscheinlich dem größten Hinterkaif-Eckforum im Internet, natürlich auch dem besten. Und wir sind heute hier zum Thema 99 Jahre Hinterkaif-Eck. Also erstmal hallo. Hallo, grüß dich. 99 Jahre Hinterkaif-Eck, wann präsentiert ihr denn den Mörder? Das wird schwierig. Das werden wir nach 99 Jahren nicht schaffen, das werden wir auch zum 100. nicht schaffen. Dass dieser Fall wirklich nochmal aufgeklärt wird, das halte ich so gut wie ausgeschlossen. Da müsste schon irgendwo noch ein Geständnis oder irgend sowas auftauchen, weil ansonsten die Akten geben es nicht her, dass ich einen Mörder präsentieren kann. Es ist ja immer noch sehr, sehr viel Bewegung im Internet und bei den Menschen, Das treibt die Leute um. Ja. Was sind denn aktuell so die Sachen, die den Leute jetzt 99 Jahre danach am meisten umtreibt und bewegt? Es ist immer noch die rätselhafte Tat, die Umstände, die so mysteriös sind. Und die Menschen suchen nach Erklärungen und nach Lösungen. Ja, wenn diese Tat aufgeklärt wäre, würden wir vermutlich beide hier nicht stehen heute. Ja. Deswegen ist es immer noch dieses Rätselhafte. Wer war es? Wer könnte es gewesen sein? Welche Theorien gibt es? Und wie greift es ineinander mit den Tatsachen, die es da rund um Hinterkaifeck gibt? Mhm. Es gibt Anfänger, Leute, die neu dazukommen, die neu reinkommen. Es gibt aber auch Leute, die sich seit vielen Jahren damit beschäftigen, so wie du. Ja. Wann bist du auf Hinterkaifeck gestoßen? Das ist ungefähr 10 Jahre her. Ich habe von meiner Tochter, die im Gymnasium das Buch Tanöd gelesen hat, mir das mal geschnappt, habe es mir durchgelesen und dann hat mich das fasziniert. Und ich habe gedacht, was steht denn da genau hinter diesem Roman? Und bin dann auch in diese Welt des Forums, des Internets eingetaucht und wollte dann immer mehr wissen. Staatsarchive, Akten anschauen, bis ich halt so weit war und zu sagen, jetzt habe ich mal so das, was da so passiert ist, einigermaßen verstanden. Und was machen wir denn jetzt da draus? Mhm. 10 Jahre dabei und dabei geblieben. Das heißt, es ist nicht langweilig geworden. Es ist gar nicht langweilig geworden, weil in den 10 Jahren ist ja auch recht viel passiert. Wir haben ja dann auch mal eine Ausstellung gemacht im Bayerischen Polizeimuseum in Ingolstadt zu dem Thema, was sehr, sehr viel Zeit und Energie auch gekostet hat natürlich, aber sich auch absolut gelohnt hat. Ich glaube, du kennst diese Ausstellung auch, hast sie auch mal gesehen. War im Turm Triwa, im Bayerischen Polizeimuseum. Das ist passiert. Da war es natürlich auch danach, im Nachgang noch viel. Die Medien wollten wissen, was habt ihr da erarbeitet und so weiter. Und wir denken auch darüber nach, dass wir diese Ausstellung auch nochmal aufmachen zum 100-Jährigen. Aber da müssen noch ein paar Dinge auch geklärt werden. Was habt ihr denn erarbeitet in den letzten Jahren? Viel über die Polizeiarbeit erfahren. Was hat die Polizei gemacht? Wie ist sie da vorgegangen? Es steht da immer so im Raum, die Polizei hat da geschlampt. Und das wollten wir hinterfragen. Und hat sie? Nein, sie hat eigentlich nicht geschlampt. Vielleicht so ein paar Dinge, warum nicht so toll gelaufen sind. Ist natürlich auch den Umständen hier geschuldet. Wo sind wir hier draußen? Ja, wenn eine Kripo aus München hierher kommt, das erste Mal, die haben natürlich auch so ihre Probleme gehabt. Für einen Tag, für so einen großen Tatort ist natürlich viel zu wenig Zeit. Aber ihre Arbeit, wenn man so das mal abgleicht mit Polizeihandbüchern, haben sie gut gemacht. Mhm. Apropos ein Tag, es heißt ja immer vom 31.03. auf den 1.04. in dieser Nacht soll es passiert sein. Ja. Gesichert ist doch aber nur, dass man am 4.04. sechs Leichen gefunden hat. Mhm. Ob die jetzt am 3., 2., 1. oder 31. gestorben sind, ermordet worden sind, weiß man das wirklich? Ist das gesichert? Das ist aus verschiedenen Gründen gesichert. Erstens hat man eine Obduktion gemacht und daher weiß man ja den Todeszeitpunkt, das kann man eingrenzen. Steht das drin im Obduktionsbericht, wann die gestorben sind? Es gibt keinen Obduktionsbericht, der uns erhalten ist. Nicht. Und zweitens gibt es natürlich auch Indizien. Die Hinterkaifecker, die Zilli ging nicht am Samstag nicht in die Schule. Am Sonntag war keiner von den Hinterkaifeckern in der Kirche. Ja, am Montag sind Leute hier vorbeigekommen, haben gerufen und gesucht nach denen. Sie waren nicht zu finden. Das heißt, der 31. war ein Freitag. Der 31. war ein Freitag, genau. Ja. Und deswegen kann man zu 99,9% davon ausgehen, es ist wirklich am Freitag passiert. Aber einen Obduktionsbericht gibt es nicht? Den gab es, aber 1944 sind die Akten bei einem Bombenangriff auf Augsburg, wo das Justizgebäude auch getroffen wurde, verbrannt. Und deswegen ist dieser Obduktionsbericht und auch die Tatwaffe uns leider nicht erhalten. Wer weiß, vielleicht war ja noch jemand da und hat das damals mal abfotografiert und hat es daheim.
das ist immer so eine Idee, die fasziniert mich auch. Gibt es denn noch irgendwo Bilder von jemandem, der das hier fotografiert hat, was damals passiert ist, außer eben den bekannten Tatortfotos? Und das wäre ein ganz, ganz großer Wunsch von mir, dass auch erstens solche Bilder auftauchen oder auch, dass man mal den Opfern ein Gesicht geben kann. Habt ihr Bilder von den Opfern? Nein. Von keinem? Da gibt es nichts. Es gibt eine Vermutung. Es ist mal so ein Bild aufgetaucht in Hohenwart, wo so diesen Hof hinter Kaifeck zeigt, wo auch Personen drauf sind. Es ist jetzt nicht hundertprozentig gesichert, ob das vor oder nach der Tat aufgenommen worden ist. Wenn es vor der Tat aufgenommen ist, dann kann man vermuten, dass da neben dem Bürgermeister zwei der Hinterkaifecker auch drauf sind. Könnte sein, ne? Könnte sein, ja. Aber die sind so im Schatten, dass man es auch nicht so richtig erkennen kann. Das ist ein Mini-Foto. Also es ist so groß. Also wir haben es mit allen technischen Möglichkeiten groß gemacht. Das haben wir in der Redaktion auch gemacht. Wir haben das Ding rausvergrößert bis zum Gehtnichtmehr. Ja. Und man kann erahnen, dass die mittlere Person eine Frau ist, die aber wenn Männerklamotten trägt, viel zu große Schuhe. Ja. Also wenn hat sie sich fürs Foto schnell irgendwie vom Vater, wenn das die Victoria wäre, schnell was geschnappt, genau, übergestreift und hat sich dann mit aufs Foto gestellt und im Schatten gelächelt, so wie wir heute dastehen. So, genau. Kann man vermuten, war es die Victoria, war es jemand anders, wissen wir nicht. Ja. Es steht leider nicht dabei, wer es war, aber es könnte sie sein. Ja. Also den Toten ein Gesicht geben, das wäre eine der großen Aufgaben noch für das Forum. Ja, ja, ein ganz, ganz großer Wunsch, den Toten ein Gesicht geben, dass es nicht so anonym bleibt. Wir sind schließlich Opfer. Und dass man sagen kann, okay, das waren diese Menschen, so haben sie hier gelebt. Es gibt ja viele Gerüchte darüber, dass die Toten dann am Friedhof ohne Kopf oder ohne Schädelplatte oder beerdigt worden sein sollen. Was habt ihr denn rausgefunden? Was ist denn nun bestattet worden und was nicht? Die Toten sind tatsächlich ohne diese Schädelplatten bestattet worden. Aber mit Kopf? Ja, also man hat die sogenannten Kalotten ihnen entnommen, also die Schädeldecke ist das. Also. Ja, genau. Die hat man in die Rechtsmedizin nach München geschickt zur weiteren Untersuchung. War damals totaler Standard, ja, weil man wollte auch diese Schädelverletzungen, es war nicht klar, was die Tatwaffe, wollte man dokumentieren. Und es ist höchstwahrscheinlich so gewesen, dass diese Schädeldecken dann auch nach Augsburg zur Staatsanwaltschaft gewandert sind als Asservat. Ja. In einem Prozess hätte man das eventuell natürlich dann auch noch gebraucht. Und da ist es vermutlich dann auch verbrannt. Da gab es doch auch Gerüchte, dass die Schädeldecken mal zu einer Wahrsagerin nach Nürnberg geschickt worden sein sollen. Ja, ja. Da hat ein so etwas bedauernswerter Inspektor der Polizei, Kommissar der Polizei, hat das mitnehmen müssen zu einer Wahrsagerin oder sogar zu zwei Wahrsagerinnen nach Nürnberg. 1922, das war so die Zeit der Esoterik. Da hat man an sowas geglaubt, ja? Selbst bis in höchste Kreise. Also der Polizeipräsident war ein Fan davon, der Innenminister war ein Fan davon. Und die haben gesagt, zur Wahrsagerin damit, die soll das klären. Diesen Bericht gibt es auch noch, was die Wahrsagerin da so berichtet hat. Ja, hat mit dem Fall nicht viel zu tun, leider. Und der leitende Kommissar, der Kommissar Reingruber, Münchner Kripo, da habe ich mal von ihm so eine schriftliche Eintragung gefunden auf so einem Dokument, wo es darum ging, was die Wahrsagerin gesagt hat. Naja, man weiß mal, was man von diesen Dingen zu halten hat. Also er hat nicht dran geglaubt. Euer Forum hinterkaifeck.net, wie viele registrierte Mitglieder hatten das? Das hat derzeit gut 1200 Mitglieder, die da registriert sind. Wo sind die her? Aus allen Herren Ländern, muss man sagen. Ja, also natürlich ein regionaler Schwerpunkt hier, weil die Leute natürlich Hinterkaifeck ganz gut kennen hier. Aber aus ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, selbst aus den USA sind da Mitglieder vorhanden. Also das ist eben dieses Crime, wo auch die Menschen fasziniert. Und da ist natürlich Hinterkaifeck ein ganz, ganz großes Thema. Jetzt haben wir das Corona-Jahr. Jetzt wird hier natürlich es keine großen Forentreffen oder sowas geben zum 99. Ja. Angenommen, zum 100. darf man wieder. Plant ihr hier was? Ja, mit Sicherheit werden wir uns hier in irgendeiner Form treffen. Es gibt ja auch noch andere Dinge, also was man jetzt wegen Corona nicht darf. Also eben zum Beispiel die Führungen, die ich mache im Zusammenarbeit mit dem Gasthof Bogenrieder, die finden derzeit nicht statt. Und so wie wir das aber wieder dürfen, werden wir es natürlich machen, weil das Interesse der Menschen an so etwas ist riesig. Sie wollen hören, was hier passiert ist. Das heißt, da kommen Menschen nach Weidhofen, treffen sich dort, dann gibt es einen kleinen Vortrag, eine kleine Einführung und dann geht man gemeinsam raus zum Tatort
Und unterwegs erfährt man, was dort alles passiert ist. Ganz genau. Ja, wir gehen, sagen wir mal, auch den Weg, die Wege, die hinter Kalfecker gegangen sind, zum Beispiel nach Waidhofen runter oder das Kind in die Schule, genau die Wege, die gehen wir nach. Und ich erzähle dann derweil die Geschichte dieses Mordes und der Bekleidungsstände und was auch danach passiert ist. Das sind Hunderte, die im Jahr kommen. Ja, das, ja, ja, das ist wirklich ein ganz, ganz großes Thema. Wir stehen jetzt hier am Gedenkstein unter der Wetterfichte, die damals wahrscheinlich noch die Hinterkaifecker noch erlebt hat und gesehen hat. Ja. Aber der Ort der Tat war nicht hier am Gedenkstein. Nein. Sondern? Ein Stück weiter in diese Richtung, der sogenannten Dreieckswiese. Da stand der Hof Hinterkaifeck. Aber von dem ist ja nichts mehr zu sehen. Der wurde dann nach der Tat ein Jahr etwas später abgetragen, weil hier komischerweise keiner mehr wohnen wollte. Komisch, gell? Ja. Kann man sich dann vielleicht doch fast denken. Warum steht der Gedenkstein nicht dort, wo der Hof stand? Dieser Gedenkstein ist tatsächlich der dritte Gedenkstein. Ursprünglich stand da, wo die Hofstelle war, auch in der Gedenkstein, aber der ist beim Pflügen umgestürzt. Dann hat man ihn versetzt an den Rand. Auch da ging es dem Gedenkstein nicht so gut. Deswegen hat man sich dann entschieden, den Gedenkstein hier neben diese Wetterfichte hier zu nehmen. Und ich finde, das ist ein ganz guter Platz. Wo er dann aber auch umgeackert wurde? Nee. Einmal, doch einmal. Einmal wurde er umgeackert, aber der wurde dann immer ganz schnell wieder renoviert, was ja vorher nicht so passiert ist. Ne? Okay, 99 Jahre. Ist das eine Geschichte, ist das ein Ereignis, das Emotionen bei euch Aktiven im Hinterkaifeck.net-Forum auslöst? Ja, man denkt dann schon immer wieder daran auch. Also gerade auch, wenn es auf den Jahrestag zugeht, dann merkt man so eine gewisse Nachdenklichkeit auch bei den Menschen. Er sagt, jetzt um diese Zeit muss das passiert sein. Das kann man dann schon spüren, ja. Zum 100. muss man dann hier damit rechnen, dass hier ein Festakt ist? Es ist immer noch der Schauplatz eines Verbrechens. Das darf man bitte niemals vergessen. Bei allem, was sich darum abspielt, es ist ein Verbrechen mit 6 ganz realen Opfern. Und was ich... Also ihr werdet würdig damit umgehen. Würdig damit umgehen, zurückhaltend. Weil was ich überhaupt nicht, sag mal, persönlich leiden kann, wenn aus sowas irgendwie ein Rummel gemacht wird oder sowas. Das ist mit mir persönlich nicht zu machen. Ja. Ja, das war doch ein schönes Schlusswort. Dankeschön. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und bis zum nächsten Mal bei SZ Nah.